Filmfans und fucking Freaks, willkommen zu einem neuen Update-Video von mir. Und sorry, dass ich hier so sexy auftrete vor euch, aber es ist eine Höllenhitze draußen, wahrscheinlich wie überall in Deutschland. Aber ich habe eine Dachgeschosswohnung und hier ist das nochmal alles ein bisschen heißer und es ist kaum auszuhalten. Entschuldigung. Ich wollte noch etwas, bevor ich zu dem Update komme, wollte ich gerne noch den Hutzel-Tag wollte ich gerne noch erweitern mit der Frage, welche weibliche Darstellerin findest du attraktiv aus den Horrorfilmen, bla bla bla, keine Ahnung, ich weiß die Frage gerade nicht mehr auswendig. Zu einem möchte ich das halt wie gesagt noch erweitern und da ist mir noch im Nachhinein eingefallen, da werden vielleicht einige mit den Augen rollen, aber ich finde sie dennoch optisch sehr hübsch anzusehen. Und zwar ist das Mila Jovovich. Auf jeden Fall eine sehr attraktive Frau, wie ich finde. War meiner Meinung nach nicht umsonst Model. Und ich finde in den Resident Evil Teilen macht sie auf jeden Fall eine gute Figur. Wer die Filme jetzt nicht so toll findet oder doch sehr gut, das ist natürlich Geschmackssache und sei dorthin gestellt, aber ich finde die Frau auf jeden Fall attraktiv. Einen kleinen Makel hat sie dennoch, finde ich. Sie hat leider Nippel wie Treckerventile, das finde ich halt nicht so toll. Und lassen wir das mal so stehen. Des Weiteren finde ich Lauren Cohan aus bekannt aus Walking Dead und The Boy, die sich auch gerade, fällt mir mal gerade auf, ein bisschen ähneln, also Mila Jovovich und Lauren Cohan, gerade so in den beiden Bildern, die ich hier gezeigt habe. Die Frau finde ich auch auf jeden Fall sehr attraktiv und die reiht sich auf jeden Fall auch noch in die Liste ein. Wer auch attraktiv ist und auch gut in die Jahre gekommen ist, ist Asia Argento, auch eine sehr hübsche Frau, finde ich, die auch manchmal Mut zur Hässlichkeit beweist. Dann natürlich, wie heißen die Filme nochmal? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich sag jetzt einfach mal den Namen Catherine Isabel aus diesen Werwolf-Filmen da bekannt, wo mir gerade der Name entfallen ist. Auch eine sehr, sehr hübsche Frau. Und die hat auch, glaube ich, in American Mary oder so mitgemacht, ich weiß es gerade nicht. Und zu guter Letzt Alexandra Daddario, auch eine Frau mit sehr schlagkräftigen Argumenten, wovon sie zwei Stück besitzt. Und mit dieser Liste beende ich auch jetzt endgültig den Hutzel-Tag. Und das wollte ich einfach noch dazufügen. Und ich würde sagen, ich fange jetzt sofort an mit meinem Update und sage mal bis gleich. So, hallo, willkommen zurück zu einer anderen Perspektive. So, fangen wir an bei... Oh mein Gott, es tut mir leid. So, fangen wir an zu den Mediamarkt-Einkäufen. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den bei einem meiner letzten Videos reingehalten habe, aber ist auch nichts Besonderes, weil das irgendwie schon jeder hat natürlich. Und zwar habe ich mir hier... auch das Batman vs. Superman Steelbook geholt in der 3D-Fassung. In 3D, weil ich habe einen 3D-Fernseher und warum nicht? Viele finden den ja nicht so toll. Ich fand den eigentlich ganz gut. Die erste... mein Gott, es tut mir leid. Ich glaube, ich werde krank. Die erste Hälfte zieht sich natürlich ein bisschen, aber... dann wird man doch mit ein bisschen Action belohnt und weibliche Power ist ja dort auch vertreten, deswegen halt gar nicht mal so schlecht.
Ich sehe gerade, das ist vielleicht doch ein bisschen dunkel. Ich versuche mal etwas Licht zu machen. Also wirklich besser ist es nicht. Ah, so vielleicht, oder? Ja. So, dann habe ich, beziehungsweise meine Frau hat sich hier das Steelbook von Legend geholt mit Tom Hardy in einer Doppelrolle. Einmal hier als Reggie Cray und einmal hier als Ronnie Cray. Den haben wir uns gestern angeguckt und also mein Fall war es nicht. Spielt halt hier in London in den 60er Jahren und ist hier als Gangsterfilm, sag ich mal, anzusehen. Und hier Tom Hardy einmal als ein bisschen psychischer, was ein schwieriges Wort, und ich habe noch nicht mal was getrunken. Als Psycho-Brother, sag ich mal, ein bisschen nervig mit der deutschen Synchro. Das klingt immer so, als hätte er irgendwie eine fette Frikadelle im Mund. Und ich finde, der zieht sich hier auch ein bisschen mit seinen 131 Minuten. Und weiß ich nicht, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ruhiger Film. Und weiß ich nicht, mir hat er nicht so wirklich gefallen. Dann habe ich mir heute aus dem Mediamarkt was abgeholt, und zwar habe ich mir hier die Rampage-Trilogie vom Boll gekauft. Der erste Teil liegt hier nur in der FSK 18-Version vor. Das ist mir natürlich bekannt, aber ich habe den ersten Teil mir damals in Holland gekauft, weil dort auch die deutsche Tonspur drauf ist. Und die anderen beiden, die habe ich noch nicht in der Sammlung. Den zweiten Teil, den hatte ich schon immer jahrelang, jahrelang ist gut, seit ein paar Wochen im Rebuy-Einkaufskorb, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, den zu kaufen. Und der dritte Teil ist hier auch die Erstveröffentlichung President's Down in dieser Trilogie. Und ja, das Ganze ist hier festgehalten, ohne Klebepopel, mit so einem Banner. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Der erste hat mir schon sehr gut gefallen. Und ja, das Ganze ist hier so, auf jeden Fall, das Rote hier ist matt gehalten und hier der Hauptprotagonist, sag ich mal, ist hier so ein bisschen glänzend, wie man sieht. Und das ist hier so ein Digipack. Der Schuber hier ist sehr, sehr stabil. Richtig geil. Das hier ist die Rückseite mit Einschusslöchern. So sieht die Seite aus. Also der Pappschuber ist richtig geil. Dann haben wir hier noch weitere Werbung von Splendid mit dem Code, den wollte ich gerne behalten. Es tut mir leid. Und hier sind die drei Discs. 1, 2, 3. Hier hinter befindet sich die amerikanische Flagge mit Einschusslöchern. Hier hinter Fuck the System, Fuck the System, Fuck the System, Fuck the System. Und hier hinter noch einmal die amerikanische Flagge. Ach so, hier ist der Code drauf, sehe ich gerade. Haha. egal. Die Rückseite hierüber. Vengeance is ruthless. Land of the free, home of the insane. Und natürlich hier nochmal das Frontcover. Sehr, sehr geiles Teil. Vorbestellt habe ich das Ganze hier für 29,99. Bin aber
Einen Tag bevor ich die Abholbestätigung bekommen habe, habe ich das Teil auch so nochmal im Laden gesehen für 27,99. Und da ich ja ein ehrlicher Bürger bin und ich die Vorbestellung nicht einfach so auslaufen lassen wollte, habe dann bei der Abholung gesagt, ja Freunde, im Laden ist das aber 2 Euro günstiger und bekomme ich das? Und, ja, natürlich, kein Problem. Und somit hat das Ganze 27,99 gekostet. Und ja, finde ich auf jeden Fall okay und finde ich eine schicke Veröffentlichung. Und ja, ich meine, es gibt wahrscheinlich wieder welche, die dann meckern, der erste Teil ist geschnitten und Ja, aber ich finde auch irgendwie als richtiger Sammler sollte man den ersten Teil schon längst in der Sammlung haben, ungeschnitten. Und also normalerweise mache ich so Sachen irgendwie nicht, mir andere Verpackungen kaufen und dann dort irgendwie die ungeschnittene Fassung reintun. Nur für mich kam das halt irgendwie gerade in Frage, weil wie gesagt, den zweiten hatte ich jahrelang im Rebuy-Körbchen und der dritte gibt's ja so noch nicht einzeln. Und wie gesagt, da ich da nur den ersten Teil in der Sammlung hatte, fand ich das auch vollkommen okay. So, was tue ich mal hier hin? So, dann habe ich mir was von, mal wieder was von Underground Collectors Films geholt. Und zwar hier die Veröffentlichung Thanatomorphose. Hier mit dem alten Design von Starlight Video. Mal wieder hier in einer großen Softbox. Richtig geil und ich feiere diese Schriftart so derbst, die finde ich so ultra cool. Und ja, hier haben wir einmal quasi den Spine. Hier ist die Rückseite. Und das ist die Inhaltsangabe zu dem Film. Ja, ich habe als Vorbesteller halt immer die Nummer 3, die wird mir halt immer festgehalten. Und wenn ich mal keinen Bock habe auf die VÖ, dann sage ich da natürlich Bescheid und dann wird die natürlich freigegeben. Hier auch nochmal hier unten links handschriftlich nummeriert. Neuerdings wird auch jetzt immer ein kleines Poster dabei sein von dem Artwork, was ich auch sehr, sehr cool finde als kleines Gimmick. So, dann haben wir hier nochmal ein kleines Infoblättchen von dem Label XS mit vergessenen Genreperlen ungekürzt und neu entdeckt. Excellent Collection. Was haben wir denn da zum Beispiel? So muss ich es halten. Der Kampfgigant 2, American Cyborg, Headhunter, Rebel Wells. Waves, Entschuldigung, Sanctuary, Black Thunder, Ninja Force, Black Cats. Und dann haben wir hier noch, was steht da? Was? Ich deute es mal als Ninja Challenge, ich habe keine Ahnung. Ich kann das schwer erkennen. Stranger, American Eagle, Abwärts ins Grauen, dann Death Squad, Golden Ninja Warrior, Night Wars und Ninja Condors. Jo. Und dann hier noch ein Aufkleber von Black Lava, Forever Independent, Forever Special Acts. Ja, Pre-Sale Start. Ich denke mal, das ist schon etwas ausgelaufen. Ankapolis, den möchte ich auch noch gerne sehen. Der befindet sich noch nicht in meiner Sammlung. Soll ja auch sehr gut sein. Isolation, den habe ich. Dann haben wir hier noch, ich mache mal ein bisschen Werbung gerade. Madness of Many und Monstrosity in einem Slipcase. Auch ein sehr geiles Artwork hier. Nochmal das gleiche. Ne, so rum. Dann hier nochmal Werbung für Channel 309. Das ist aber glaube ich hier
ist das der erste oder der zweite? Das wird ja hier irgendwie nochmal nachgereicht, keine Ahnung. Nochmal dasselbe. Cryptic Pleasant. Nochmal das gleiche, nochmal das gleiche. Und dann hier nochmal ein Aufkleber. Porn Division 309. Das gibt's auch, glaube ich, als Aufnäher, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, hier ist die Black Lava Scheibe drin von Thanatomorphose und auf den Film bin ich halt echt mal super gespannt. Der Film handelt von einer Frau, die halt eine Krankheit hat und die halt in ihrer Wohnung tatsächlich vor sich her fault und auch, glaube ich, ein paar Körperteile abfallen. Und liegt hier nur original mit Untertitel vor, aber ich glaube, hier wird auch nicht so viel gesprochen. Und bin ich echt mal gespannt, wie hier die Effekte sind. Und dann habe ich mir 3 Mediabooks von Mike's Anchor Store bestellt. Und zwar sind das alles 3 Argento-Filme und wahrscheinlich haben jetzt schon die meisten geraten. Und zwar habe ich mir hier einmal Opera geholt, endlich mal in der normalen, Anführungszeichen, normalen Größe. Und den gab es ja schon mal in diesem kleinen Mediabox. Klein und fett, so wie ich. Aber das fand ich halt immer irgendwie schade, deswegen habe ich mir den nie gekauft. Und ich habe den hier auch noch nie gesehen, muss ich gestehen. Und ich hatte damals mal eine Kauf-DVD in der Hand von dem Film. Ich glaube, das war aber auch, also so im Nachhinein, war es auch, glaube ich, ein Bootleg und das war auch, glaube ich, sogar noch geschnitten, deswegen. Und irgendwann hatte ich den halt auch nicht mehr so auf dem Schirm und deswegen kam mir diese VÖ auf jeden Fall zugute. Und ich finde dieses Artwork, finde ich, atemberaubend klasse. Gefällt mir richtig gut. Und auch hier neu geprüft, damals ab 16. Und bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt auf diesen Film. Und das hier war das Artwork von der alten Koch Media, vom alten Koch Media Mediabook. Und hierhinter befindet sich nichts. So, dann haben wir hier. Das ist doch recht dick auf jeden Fall. Aber ich denke mal, es wird hier 1:1 dasselbe Booklet sein. Und auf jeden Fall sehr viel Text, so wie es sich eigentlich für ein Mediabook gehört. Und bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Dann haben wir hier den Film nochmal auf DVD und nochmal auf DVD diverse Extras. Auf jeden Fall richtig geiles Artwork, gefällt mir total gut, wie gesagt. Also da schwärme ich richtig für. Opera. Dann haben wir hier The Bird with the Crystal Plumage. Auch bekannt unter Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Auf Italienisch L'Uccello dalle Piume di Cristallo. Wisst ihr Bescheid? Auch atemberaubend. Also, trifft irgendwie genau meinen Geschmack. Dass sowas. Also, ich habe diese ganzen Artworks, die habe ich schon mal ich weiß nicht, ob es vor Jahren war oder. Keine Ahnung. Die habe ich auf jeden Fall schon mal im Internet gesehen und die fand ich auch damals natürlich richtig klasse. Und dass die dann, ich weiß jetzt nicht, wer die Rechte hat oder wer das überhaupt gezeichnet hat, dass sowas dann halt noch als Mediabook rauskommt, ist echt klasse. Also das kann ich echt nur in den Himmel loben. Da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr von. Und hier haben wir das halt auch teils matt, teils glänzend.
Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Und ja, auch richtig klasse. Ist halt auch nochmal hier neu aufgelegt worden. Ich muss auch sagen, dass auch von diesem Film die Vorveröffentlichung mir auch wirklich nicht, also nicht wirklich gut gefallen hat. Und das war halt auch, und es war halt auch wieder mal ein kleines Mediabook. Das war halt auch so eine Sache, warum ich das halt noch nicht gekauft habe. Und der lief aber mal, glaube ich, auf Arte, hab mir den halt auch angeguckt. Und ja, war so ein richtig guter Krimi. Also ich sag jetzt einfach mal, ein Giallo war es jetzt nicht so direkt, es war wirklich mehr wie so ein Krimi irgendwie. Und ja, hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und da ich ja sowieso Argentos im Mediabook sammel, kam mir das natürlich auch sehr gerecht. Wie hier auch nochmal den Film nochmal auf DVD und nochmal extra. Ja, sorry, Freunde, irgendwie hatte ich wohl keinen Speicher mehr. Am besten machen wir auch direkt weiter, weil ich nicht weiß, wie lange ich hier noch aufnehmen kann. Als dritten und letzten Argento im Mediabook habe ich hier Inferno. Ja, hier in Grau gehalten. Und ja, der einzige im Moment von diesen aus dieser Reihe, der keine Abgabe an Kinder und Jugendliche hat. Den machen wir auch ganz schnell auf. Hier das gleiche, dass das Graue mehr so matt gehalten ist und dieser Druck eher so, ja, so sieht man das ein bisschen, eher so glänzend ist, auch wundergeil, Hashtag wundergeil, ein richtig wunderschönes Mediabook. Hier so sieht der Spine aus und die Rückansicht ist quer gedruckt wie bei dem Vorgänger. Den Vorgänger habe ich mir damals bei Rebuy gekauft, ich glaube für 10 €, ebenfalls dieses kleine dicke Mediabook. Ja, Inferno habe ich auf jeden Fall gesehen und ja, richtig bildgewaltig, bunt und so ist es eigentlich. So die Optik, das so kennt man eigentlich Argento-Filme, sage ich jetzt mal. Und ja, den kann man sich auf jeden Fall immer wieder ansehen. Und hier bin ich auch froh, dass ich jetzt dieses kleine Mediabook abtreten kann für kleines Geld. Und hier ist nochmal ein anderer deutscher Alternativtitel, Feuertanz der Zombies. Ich glaube, der heißt auch nochmal Horror Infernal oder so. Und ja, mit diesen Worten, ciao Dario Argento, sage ich auch tschüss und danke fürs Zugucken. Und ja, sagt mal was zu den Filmen, egal zu welchem. Stimmt ihr da mit meiner Meinung überein? Wie gefällt euch das Format, dass ich euch vorher so begrüße und dann ja auch die Sachen hier vielleicht etwas besser auf dem Tisch zeigen kann? Eure Meinung wird mich auf jeden Fall interessieren und ja, ich sage mal vielen Dank, ich verabschiede mich von euch und macht's gut, euer Moviepicker. Ciao!